durch in die Entspannung zu gehen. Die Hände dürfen im Schoß liegen. Der Rücken ist gerade, die Augen geschlossen. Mit jedem Ein- und Ausatmen kannst du eintauchen. Eintauchen in dich selbst. Eintauchen in deine wunderbare Energie. Eintauchen in die Ruhe des Morgens. Atme ein und lasse deinen Atem fließen. Weit hinab in deine Körpermitte. Mit jedem Einatmen dich weiter zu öffnen, auszudehnen in deinem Bewusstsein. Und mit jedem Ausatmen anzukommen. In dir selbst, bei dir selbst. Ich atme ein, ich atme aus. Ich komme an in mir. Ich bin zu Hause. Bin fest verbunden in mir. In meinem Dasein. Ich atme ein und lasse meine kleine kristalline Kugel einfließen. Über die linke Nasenöffnung bei Frauen und die rechte Nasenöffnung bei Männern. Lasse sie aufsteigen bis zur Mitte deiner Stirn, um hier deine Zirbeldrüse zu aktivieren. Dein Stirnchakra, dein Zentrum der Klarsicht. Fühle die Kraft der kleinen kristallinen Kugel. Fühle die Aktivierung deiner Zirbeldrüse und das Ausdehnen dieser wunderbaren violetten Farbe, dieser wunderbaren violetten Energie, die dazu beiträgt, dass deine Zentren geklärt, transformiert und neu ausgerichtet werden. Weiter fließt die kleine kristalline Kugel in die Mitte deines Kopfes, um auch hier all deine Zentren zu klären, zu aktivieren, dein Kronenchakra zu öffnen und über deine goldweiße Energie deine volle Gehirnkapazität anzuregen. Ich öffne all meine Zentren, um voll bewusst zu sein. Im vollen Bewusstsein durch mein Leben zu gehen. Ich bin mir meiner Fähigkeiten bewusst, bin mir meiner Kraft bewusst, meinem Können.
Weiter fließt die kleine kristalline Kugel hinab zum Gaumen und zur Kehle. Um meine Kehle zu reinigen, zu klären. Über dieses wunderbare Blau meine Worte in Klarheit sprechen zu können. Reinheit. Weiter fließt die kleine kristalline Kugel hinab in mein Herz, um mein Herzzentrum zu öffnen, meine Selbstliebe zu aktivieren, meine Selbstfürsorge auszudehnen. Ich fühle mich ein in das wunderbare rosengrüne Licht, in diese heilsame Energie der Liebe. Um dieses Feld wirken zu lassen, in mir und um mich, um mich immer daran zu erinnern, wie wichtig es ist, mich selbst zu lieben. Weiter fließt die kleine kristalline Kugel hinab zu meiner Wurzel, zu meinem Wurzelchakra. Eröffnet dieses im kraftvollen Rot, um all meine Energien anzuregen, meine Verbindung aufzubauen zu mir selbst, um mich in meinem Leben in meinen Mittelpunkt zu stellen. Ich bin verbunden mit der kraftvollen Energie, mit der Vitalkraft, mit der Aktivierungskraft meiner Wirbelsäule, meiner Aufrichtung. Ich schreite aufrecht und liebevoll durch mein Leben. Weiter fließt die kleine kristalline Kugel nach oben in mein Sakralchakra, in mein sexuelles Zentrum und auch hier über das kraftvolle Orange meine Kreativität, meine Sexualität anzuregen. Ich liebe meine sexuelle Kraft. Ich liebe meine Kreativität, um lustvoll durch mein Leben zu schreiten. Weiter fließt die kleine kristalline Kugel nach oben in mein Solarplexuszentrum, um sich zu eröffnen mit dem strahlenden Gelb und mich daran zu erinnern, wie machtvoll, wie kraftvoll ich bin. Ich ermächtige mich, mein Leben kraftvoll zu leben, machtvoll
zu sein. In meinem Dasein. Weiter fließt die kleine kristalline Kugel in die Mitte meines Körpers, um hier anzukommen, in meinem Ursprung, in meinem Punkt des Lichts, um sich zu verbinden mit mir selbst, in mir selbst. Und meinen inneren Kompass, meinen Stern von Bethlehem anzuregen. Ich betrachte mich selbst und erkenne mich mit all meinen geöffneten Chakren. Nimm wahr, diese wunderbare Ausstrahlung, die sich mir eröffnet. Meine Chakren vollkommen geöffnet, ausbalanciert, in ihrer ureigenen Schwingung schwingen, in ihrem Tempo, in ihrem Energiefeld. Und gleichzeitig meine tiefe Verbundenheit. Mein Einkehren in meinen Ursprung. Die Wiederverbindung mit meinem Seelenplan. Mit meiner Bestimmung. Ich bin verbunden in mir selbst, mit mir selbst. Und folge meinem Stern, meinem inneren Kompass. Ich lausche dem Klang meiner Seele und folge meinem ureigenen Pfad.
Tauche ein in das bezaubernde Licht deiner Chakren und finde ihre Widerspiegelung in der Ausdehnung deiner kristallinen Kugel. In der Aktivierung deines göttlichen Daseins. Dehne deinen Strahlen aus, weit über die Welt, weit über die Erde. Hinaus in den Kosmos und zu dir zurück. Mein Strahlen erleuchtet die Welt. Erleuchtet den Kosmos und trägt dazu bei, dass die Energie sich verändert, das Schöne sichtbar wird. Reinheit und Klarheit sich ausdehnen. Segne diesen heutigen Tag. Ich segne meinen heutigen Tag. Ich segne mein höchstes Selbst und verbinde mein höchstes Selbst mit dem allerhöchsten Bewusstsein des großen Einen. Ich segne
mein niederes Selbst und verbinde mein niederes Selbst mit meinem kristallinen, kreativen Selbst. Ich segne meinen Vater. Ich segne meine Mutter. Ich segne meine Brüder und Schwestern. Ich segne meine Zukunft. Ich segne meine Vergangenheit. Ich segne meine Gegenwart. Ich segne alles, was ist und alles, was noch sein wird. Ich segne die Erde, das Universum und all die Universen dahinter. Ich lasse mich umhüllen von der sanft blauen Energie des Feldes des himmlischen Friedens. Tauche ein in diese friedvolle Kraft, um Frieden zu leben, um Frieden zu sein, um mich zu umhüllen mit der wunderbaren, transformierenden Kraft des reinen Goldes, welches sich legt, gleich wie eine Schale, eine Hülle, und um meinen Körper und um meine sanft blaue Energie. Alles transformiert sich, alles löst sich. Und in mir entsteht das Wissen, die Kraft, dass mein göttliches Selbst, das göttliche Selbst des anderen berührt und begrüßt. Mein göttliches Sein begrüßt dein göttliches Sein. Mein Frieden und dieses Wissen tragen diese Kraft hinaus in die Welt. Und erinnere mich daran, dass ich diene mir selbst, dem Frieden und der Liebe. Atme tief ein und aus und beginn zurückzukehren. Zurückzukehren ins Hier und Jetzt. Zurückzukehren in diesen Raum, in diesen Körper, in dein Dasein. Atme und kehre zurück. In diesen Tag, in deine neue Ausrichtung.